Ich wurde gebeten, einen Vortrag über Django zu halten, ein Web-Framework für Python. Und als Untertitel des Vortrags habe ich mir das Motto von Django geklaut, The Web-Framework for Perfectionists with Deadlines. Und das ist auch ziemlich genau das, was Django ausmacht. Also Django ist eins von wegen dieser Presenters Plug-and-Play. So. Django ist eins von sehr, sehr vielen Python-Web-Frameworks. Und es sticht in ein paar Eigenschaften heraus. Es ist eins der älteren unter den Python-Web-Frameworks. Es gibt es seit 2005, wurde von einem großen Zeitungsverlag aus Amerika ursprünglich entwickelt und wird auch relativ breit eingesetzt. Ich glaube, die größte Website, die mit Django läuft, als die größte gilt Discuss. Das ist so ein Kommentardings, das irgendwie bei New York Times und was weiß ich wie vielen tausend Blogs unten als diese Kommentarsektion macht. Und Django sticht noch aus einem anderen Grund zwischen den Web-Frameworks hervor, die es für Python gibt. So ziemlich alle anderen, die ich bisher gesehen habe, versuchen, klein und minimalistisch zu sein und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und Django versucht genau das nicht. Django versucht das Gleiche, was die Python-Standardbibliothek versucht. Das nennt sich Batteries Included. Das heißt, wir liefern alles mit, was man braucht, um erstmal was Gescheites damit zu machen. Das bedeutet, Django kann alles, hat alles selber mit drin, was ein Web-Framework prinzipiell können muss. Ich erzähle jetzt ein bisschen wieder, ich gebe jetzt einen kurzen Abriss drüber, was das ist, was Django da kann und warum das toll ist. Ich zeige ein bisschen Python-Code, aber nicht viel. Wer noch nie irgendwas mit Python gemacht hat, sollte sich davon nicht abschrecken lassen. Ich versuche das zu reduzieren. Also, Python ist ein Web-Framework. Was ist das Web? Irgendwie eine Wolke. Das Web ist zum einen erstmal irgendwie HTTP. Das ist das Protokoll, über das man über das Internet spricht. Das besteht daraus, dass irgendwie mein Browser irgendwie so einen HTTP-Request schickt und irgendwie eine HTTP-Antwort bekommt. Da steht irgendwie drin, welche Adresse ich haben will, auf welchem Server, was ich für einen Browser benutze, was ich gerne für einen Datentyp hätte. Und der Laserpointer wird aber tun. Und der Webserver sagt dann, okay, die Datei habe ich hier, folgender Datentyp kriegst du, so und so lang und es ist so und so viel Uhr und hier kommen dann die Daten. So, das ist der eine Aspekt vom Web, wie wir es kennen. Das wird noch ein bisschen komplizierter, zum Beispiel, wenn wir den Nutzer wiedererkennen wollen, weil er sich irgendwie einloggen soll, dann müssen wir ihm beim ersten Mal irgendwie so eine lange Nummer geben, hier irgendwie, du bist jetzt die Nummer so und so, ein Cookie. Und beim nächsten Mal schickt er uns das mit und dann wissen wir, das ist wieder der hat sich vorhin eingeloggt, den kennen wir. Der andere Aspekt vom Web, wie wir es kennen, ist HTML. Das ist so eine Auszeichnungssprache, wo man irgendwie sagt, hier, das ist unsere Seite, die hat irgendwie einen Titel, Raumzeitlabor, da gibt es irgendwie Überschriften und Texte, also halt der Inhalt. So. Und was ein Web-Framework jetzt machen soll, ist nämlich uns genau das abnehmen, dass wir mit dem allem nichts mehr zu tun haben oder nicht mehr so viel zu tun haben. Und das Erste, was das eben tut, ist uns die Adressierung von Inhalten erleichtern. Also wir haben ja im Internet immer so URLs, so Adressen, die oben im Browser stehen. Und eine Komponente von Django ist eben ein URL-Router. Und was der tut, ist, dass man eine Liste hat von Zuweisungen, wo man hier irgendwie einen regulären Ausdruck hat, halt einen Suchbegriff, wenn irgendwie die URL /account ist oder /login. Dann wird diese Anfrage auf eine bestimmte Python-Funktion gemappt. Das heißt, wenn jemand /login aufruft, dann wird von der Funktion views.login diese Request verarbeitet. Das heißt, Django nimmt uns das ganze Auseinandernehmen von diesem HTTP-Request ab und schickt uns das in irgendwelche Python-Funktionen. Die sogenannten Views. Genau, hier. Login geht auf views.login. So, diese Views sind prinzipiell, ja. Wozu ist der Name gut? Später. Diese Views sind prinzipiell, können eine ganz einfache Python-Funktion sein, die erstmal standardmäßig einen Parameter kriegt, nämlich den Request, aber jetzt nicht irgendwie als HTTP-Protokoll, sondern als hübsches Python-Objekt, aus dem wir uns halt die Informationen rausziehen können, die wir haben wollen. Django nimmt uns nicht nur dieses URL-Routing ab, sondern, was ich jetzt hier nur so an der Seite bundle, Django nimmt uns zum Beispiel auch die User-Authentifizierung ab. Das heißt,
wenn wir irgendwie beim Login bestimmte Funktionen von Django aufrufen, dann können wir in Zukunft einfach sagen, hier if request.user.isauthenticated. Und daneben unterscheiden, ist der eingeloggt oder nicht. Und in diesem Fall sagen wir jetzt hier, jedes Mal, wenn jemand diese Adresse aufruft, wird hier Account aufgerufen. Und wenn request.user.isauthenticated nicht der Fall ist, also wenn jemand nicht eingeloggt ist, dann geben wir eine forbidden response, eine Antwort eben mit einem Statuscode 403, der eben für forbidden steht, zurück. You are not logged in. So, das ist jetzt ein sehr simples View. Und hier, wenn jemand eingeloggt ist, können wir dann eben andere Dinge tun, zu denen wir gleich kommen. Das andere, was es uns abnimmt, ist das mit dem HTML. Also, wenn wir irgendwie unser View haben, UserList, und da irgendwie eine Funktion aufrufen, getAllUsers, die uns irgendwie ein Dictionary mit allen, eine Liste mit allen Users und pro User ein Objekt gibt, jetzt mal egal, wo diese User dann herkommen, dann können wir irgendwie uns so ein Template schreiben, das ist irgendwie so HTML mit so Template-Programmiersprache dazwischen. For User in Users, user.username and for natürlich hier, nicht gucken. Und was das jetzt tut, ist, dass das diesen Block zwischen for und end for für jeden User einmal ausführt und dann haben wir dort eine Variable user zum zugreifen und dann können wir mit user.username den Username ausgeben, dann kriegen wir so eine Liste. Das heißt, wir können uns unser HTML dynamisch generieren und dazu rufen wir hier so eine Render-Funktion auf. Das ist jetzt, die Details sind jetzt alle nicht so wichtig. So, das heißt, Django nimmt uns schon ganz schön viel ab und in vielen anderen Python-Frameworks hätten wir jetzt schon zwei Software-Komponenten gebraucht, nämlich ein Framework, das uns dieses Routing abnimmt und diese Views und ein Framework für die Templates. Gibt es alles auch einzeln. Und man kann bei Django auch hergehen und sagen, das Templating von Django gefällt mir nicht, ich schmeiß das raus und nehme ein anderes von einer anderen Bibliothek. Das funktioniert trotz diesem alles in einem sehr, sehr gut. Noch was, das Django uns abnimmt, ist die Kommunikation mit einer Datenbank. Normalerweise, wenn wir in einer... Oh, du hattest gefragt, wozu haben die URLs einen Namen? Ich habe meine Liste, wie welche URLs auf welche Funktion gemappt ist. Und wenn ich jetzt an dieser Liste was ändere, dann möchte ich natürlich nicht in allen Templates etwas ändern, in denen ich diese URL verlinke. Deswegen gebe ich im Template nur, benutze ich halt so ein Django-Tag und gebe den Namen dieser URL an. Und dann wird da im Template diese URL eingefügt und wenn ich die dann in meiner Liste verändere, weil ich meine Pfadstruktur ändern will, dann ändert sich das da überall mit. Das ist der Grund. Genau, das andere, was es uns abnimmt, ist die Kommunikation mit der Datenbank. Es ist ein Object Relational Mapper. Was es ist, ist jetzt, sieht man gleich. Normalerweise, wenn wir eine Datenbank anlegen, dann müssen wir hier irgendwie so hässliches SQL sprechen. Das ist, wenn man nur eine Tabelle erzeugt, irgendwie geht das noch, macht aber keinen Spaß. Wenn man dann irgendwie eine Abfrage an die Datenbank stellt, irgendwie alle User, die sich nach dem 5.4. registriert haben und die bitte nach Usernamen alphabetisch sortieren, nur die ersten drei, das geht noch. Aber sobald da irgendwie Nutzerdaten mit reinkommen, wird das kompliziert, bloatig, führt auf Sicherheitsprobleme und so weiter. Eigentlich wollen wir kein SQL sprechen. Was Django uns jetzt eben erlaubt, ist zu sagen, okay, wir definieren uns eine Python-Klasse, zum Beispiel User, das ist die Erbe von models.model und die hat irgendwie vier Eigenschaften, Username, E-Mail, Registration Date und Last Activity. Und das eine ist irgendwie ein Character Field mit einer maximalen Länge von 50, also ein Textfeld. Das eine ist ein E-Mail Field, was natürlich auch ein Textfeld ist, aber für das Django dann gleich überprüft, ob das, was man reinsteckt, auch wirklich eine E-Mail-Adresse ist. Und dann haben wir hier ein Datetime-Field und ein Datetime-Field, das auch leer sein darf. Und das definieren wir uns jetzt hier in vier hübschen Zeilen Python und dann drücken wir auf Datenbank synchronisieren und dann macht er das ganz magisch in unserer Datenbank. Erzeugt uns die Tabelle. Wenn wir das dann benutzen wollen, dann können wir uns die Liste aller User laden, zum Beispiel mit user.objects.all oder wir können filtern mit alle, deren Registration-Date größer ist als 5.4.2014, sortiert nach Username und die letzten drei, das hier ist, wenn man Python nicht kennt, sieht das ein bisschen komisch aus, das ist so ein List-Slicing, das ist hier von Index, die Null lässt man weg, von Index 0 bis Index kleiner 3, das sind die ersten drei Elemente einer Liste, so eine Python-Syntax. Das heißt, wir Django merkt das auch, dass man hier mit der Liste hinterher was macht und lädt dann auch nur die ersten drei aus der Datenbank.
Und genauso, wenn wir in die Datenbank irgendwas einfügen wollen oder erinnern wollen, entweder wir holen uns irgendwas, zum Beispiel wir holen uns das Objekt mit der ID 5. Eine ID hat normalerweise jede Datenbanktabelle, die mussten wir vorhin nicht mal angeben. Django nimmt standardmäßig an, dass wir sowas wie eine ID haben wollen. Und jetzt sagen wir hier, User ist UserObjectsGet mit der ID 5. Wenn er nicht existiert, dann wollen wir einen neuen User anlegen. Dazu erstellen wir einfach, wie das in Python so ist, eine neue Instanz dieser Klasse. Einfach User. Und dann können wir hier das als Parameter übergeben. Username John, E-Mail johnexample.org. Jetzt setzen wir irgendwie user.lastActivity auf jetzt, wo auch immer diese Now-Funktion herkommt, und sagen user.save. Und in dem Moment speichert Django unser neues User-Objekt in der Datenbank. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie unsere User abgefragt und manipuliert und die Tabelle überhaupt erst erstellt, ohne ein Wort SQL zu sprechen, was ziemlich cool ist. Auch das gibt es einzeln, auch das gibt es für jede Programmiersprache. Und Django hat das halt gleich integriert in die ganzen anderen Funktionen. So, das waren jetzt die zwei Aspekte von Django, die ich genauer vorstellen wollte. Dann gibt es noch ein paar Bonusse. Wenn wir unsere Datenbank über Django erstellen, dann kriegen wir von Django gleich einen Admin-Bereich, in dem wir gleich unsere User-Tabelle so schön als Web-Oberfläche haben und da drin rumeditieren können und können erstmal mit unserer Datenbank spielen, auch wenn wir selber noch gar keine Website gebaut haben. Auch wieder ohne SQL zu sprechen, weil wir kriegen gleich hier so eine hübsche Seite. Ups. Ja, mit irgendwie User-Liste und Bearbeiten und neu hinzufügen und so weiter. Wir kriegen noch ein paar andere Sachen von Django. Wir kriegen ein Framework, mit dem wir beliebige Dinge cachen können, wenn wir unsere Seite schneller machen wollen. Wir kriegen eine automatische Generierung und Validierung von HTML-Formularen. Formulare sind auch sowas, was man, wenn man irgendwie fürs Web entwickelt, in seinem Leben 735.000 Mal selber schreibt und dann jedes Mal wieder das Gleiche. Ist das, was da eingegeben hat, wirklich eine E-Mail-Adresse? Ist das wirklich ein Datum? Nur wenn es das ist, in die Datenbank sprechen, sonst fehlt das, nimmt uns Django alles ab. Genauso wie wir vorhin diese Models definiert haben, definieren wir ein Formular. Das besteht auch wieder nur aus 5 Zeilen, wo wir die Felder definieren und sagen wir Formular rendert, dann gibt uns das HTML, sagen Formular, sind die Eingaben gültig, dann gibt uns die Fehlermeldung, was der User falsch eingegeben hat und die brauchen wir dann nur noch ausgeben. Macht manche Dinge sehr viel einfacher und ist sehr, sehr mächtig. Also damit kann man quasi jedes Formular abbilden, auch mehrseitige Formulare und was einem so einfällt. Natürlich auch was nie Spaß macht, wenn man Web entwickelt. Datei-Uploads handeln und irgendwie speichern und die Dateien wieder löschen, wenn das Objekt gelöscht wird, nimmt uns Django alles ab. Was ich ein bisschen ausgeklammert habe, was manche Leute für das Coolste an Django halten, wenn man eine Website in Django entwickelt, dann entwickelt man eine App für Django. Und wenn man eine größere Website entwickelt, dann teilt man das in mehrere Apps auf. Und das hat den Vorteil, dass man diese Apps prinzipiell voneinander lösen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel einmal eine Kommentar-App geschrieben hat, die dann auch in ein anderes Projekt übertragen kann oder veröffentlichen kann. In der Praxis ist das meist nicht ganz so gut machbar, wie es klingt, weil die eigenen Dinge, die man geschrieben hat, dann doch sehr ineinander verhakt sind und man die nicht so ohne weiteres wiederverwenden kann. Aber es hat den Vorteil, dass man viele Komponenten, die man nicht selber schreiben möchte, einfach fertig aus dem Netz in sein Projekt reinladen kann und die funktionieren dann, ohne dass man noch 700 Pfade anpassen muss, sondern man fügt die einfach der Liste der installierten Apps hinzu und dann sind die da. Und da gibt es auch riesige Archive im Internet, was es da alles gibt. So, wenn wir jetzt so ein bisschen Python geschrieben haben für Django, dann kommt bei Django auch gleich ein Webserver mit. Wir sagen irgendwie manage.py/run/server und dann haben wir lokal einen Webserver zum Entwickeln. Können wir erstmal rumspielen. Das heißt, man kann damit irgendwie auch sehr, sehr schnell lokal arbeiten und lokal testen. Auf einem echten Webserver, wenn man wirklich Django in einer Produktivumgebung betreiben will, ist es was, das ist mit Python immer so ein bisschen kompliziert. Python, Web in einer Produktivumgebung, das funktioniert irgendwie nicht so ganz, weil keiner der beliebten Webserver hat irgendwie eine tolle Integration für Python. Das heißt, man nimmt dann um Python rum einen Gunicorn-Server, um diesen Gunicorn einen Supervisor D, der dafür sorgt, dass dieser Gunicorn die ganze Zeit läuft. Dann stellt man sein Apache und sein Nginx als Reverse-Proxy davor, weil man vielleicht diesen Gunicorn nur Django ausliefern lassen möchte und nicht irgendwie seine Bilder. Und weil man der Gunicorn natürlich kein SSL kann, wenn man das ernsthaft tun will, dann gibt es da sehr gute Anleitungen im Netz. Wenn man keinen eigenen Webserver hat, leider können das nur gute Webhoster, ich möchte hier keine Werbung machen, aber ich glaube, bei Uberspace geht das sehr problemlos, ein Django-Projekt zum Laufen zu bringen. So, los geht's.
Es gibt eine, die Website vom DjangoProject.com ist ein bisschen hart für den Einstieg. Dort gibt es ein Tutorial, das von null auf Schritt für Schritt alles durchgeht, wo da baut man, glaube ich, in diesem Tutorial eine Website, auf der man irgendwie an Umfragen teilnehmen kann. Wenn man nicht gerade eine Website bauen möchte, bei der man an Umfragen teilnehmen kann, ist dieses Tutorial nur begrenzt hilfreich. Also, wenn einem das hilft, so ein Tutorial Schritt für Schritt durchzugehen, ist das ein super Tutorial. Ich hasse es, Tutorials Schritt für Schritt durchzugehen. Dann ist diese Doku nicht sehr einsteigerfreundlich. Aber wenn man den Einstieg dann mal geschafft hat, am besten, indem man fremden Code sich ein bisschen anguckt, wie das aufgebaut ist, irgendwelche kleinen Projekte auf GitHub, dann findet man auf DjangoProject.com eine sehr, sehr ausführliche, sehr, sehr hochwertige Dokumentation von jeder Komponente. Also, das ist wirklich vorbildlich geführt. So, und das war's auch schon. Gibt's irgendwelche Fragen? Zu schnell geredet, ihr müsst das noch verarbeiten. Umso besser.